Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Schutz ist unser Thema. Heute wollen wir uns ein bisschen anschauen, warum das überhaupt gefährlich ist für Leute. Wenn ich jetzt da stehe und in die Steckdose hier greife, ja, warum? Ich meine, es muss ja der Stromkreis irgendwie geschlossen werden, nicht? Wieso? Wieso ist das gefährlich? Ich greife nur mit Anfang. Ein Vogel hat es auch nicht vor der Leitung. Ja? Die sitzen auf den Hochspannungsleitungen und fliegen dann weg und sind ganz glücklich. Ja. Warum ist das gefährlich für uns? Und wie rinnt da der Strom? Schauen wir uns das einmal an. Ja. Es ist ja so, dass der Strom verteilt wird. Ja, und wir haben gesagt, wir haben eine Drehstromversorgung. Das heißt, wir haben ein dreiphasiges Wechselstromnetz. Und irgendwo, die Startverteilung funktioniert mit auf einer Mittelspannungsebene. Und in den Steckdosen haben wir dann Kleinspannungen, 230 Volt, ja, Mittelspannungsebene, weiß nicht, 5 Kilovolt oder so irgendwas, 5000 Volt, gibt es verschiedene Sachen. Also irgendwo wird das übersetzt, ja, diese das Spannungsniveau heruntergesetzt. Und dieses Heruntersetzen funktioniert in einer Transformatorstation. Und in dieser Transformatorstation, da ist halt eine Spule mit der hohen Spannung und eine Spule mit entsprechender anderer Bindungsanzahl auf einen gemeinsamen Eisenkern und somit wird die Spannung über den magnetischen Fluss da übersetzt. Kann man sich anschauen im magnetischen Feld, wie das voll funktionieren wird. Fakt ist auf alle Fälle, ich habe drei Spulen, ja, auf der Seite, die wir von der Steckdose aus sehen praktisch. Ja. Also ich habe drei Spulen. Das sind meine drei Spulen. Die sind im Transformator eingebaut. Und hieraus kommen meine Phasen. Okay? Das sind die drei Phasen. Das ist der L1, das ist der L2, das ist der L3 von meinem Drehstromnetz. Dazwischen haben wir 400 Volt, wie sich das gehört. Ja? Also das ist das, was wir praktisch ins Haus geliefert bekommen. Jetzt ist da in der Trafostation, ja, werden diese drei Punkte, ja, werden zusammengefasst, das ist also eine Sternschaltung dann, ja, und dann wird dieser Sternpunkt dort auf Erde gelegt. Also hier haben wir irgendwo die Erdoberfläche, ja, da gibt es einen Erdungsspieß und da und back liegt es da drin, okay, geerdet. Und dann kommt da noch ein dritter Leiter. Den nehmen wir jetzt einmal N, aber eigentlich ist er PEN-Leiter. Was das bedeutet, werden wir später sehen. So schaut das aus. Okay? So schaut das aus. Und bei uns im Haus, die Steckdose, da nehmen wir praktisch den N her und den L her. So. Da ist die Steckdose. Okay? Und da schaltet man irgendeine Last daneben hin. So schaut das aus. Üblicherweise ist diese Last dann auch eingehaust irgendwie. Ja? Also wir hängen ja keinen Widerstand an, sondern ein Gerät und das hat innen einen Widerstand. So schaut das aus. Und wie gesagt, also da ist die Erdoberfläche. Ja? Erde. Gut. In unserem Haus stehen wir da rum. Ja, und da, Person, zwei Augen machen wir, Ohrwascheln brauchen wir, Haare. Und diese Person hat nichts anderes zu tun, als hier rumzustehen, in unserer Wohnung, ja, und dann greift er oder die da drauf. Ja, was erkennen wir? Also die Person hat hier die L3 in diesem Fall berührt und er steht natürlich auf der Erde. Er hat hier einen Übergangswiderstand zur Erde, ja, aber auf einmal haben wir hier einen geschlossenen Stromkreis. Ja? Also da unten kann es praktisch zurückrinnen.
das rinnt über die Erde zurück in die Trafostation. Aus dem gleichen Grund fährt der Zug. Ja. Das ist auch oben nur eine Leitung, greift dann auch, der Strom rinnt in der Erde oder in den Schienen zurück. Okay? Ja, und so, deswegen ist das gefährlich für uns, weil jetzt auf einmal gibt es hier eine Spannung, ja, eine Spannung, die ich berühren kann. Ja, also da gibt es da die sogenannte Berührspannung UB. UB. Ja. Speziell, wenn da drin sich ein Kabel löst und dann praktisch da aufs Gehäuse drauf, Isolationsfehler oder so irgendwas. Und jetzt habe ich schon wieder Begriffe verwendet. Vielleicht sollten wir auch Begriffe definieren. Jetzt, glaube ich, haben wir verstanden, warum das gefährlich ist für uns. Ja, warum wir hier, wenn wir draufgreifen, einen Schluss verursachen und warum dann der Strom über uns drüber rinnt. Okay? Da gibt es auch, üblicherweise, da gibt es auch Erdwiderstand und so weiter. Ja, es ist, wenn man es im Detail anschaut, nicht so leicht, aber vom Prinzip her sollte man es geschafft haben. Nehmen wir ein paar Definitionen. Ja. Also, es gibt aktive Teile. Okay, aktive Teile. Aktive Leiterteile. Das sind Teile, die gehören zum Betriebsstromkreis. Also da zum Beispiel diese Leitung da, da ist halt einfach, das sind leitfähige Elemente, leitfähige Teile. Leitfähige Teile, die halt zum Betriebsstromkreis gehören, wo potenziell Gefahr ist, ja, gehören zum Betriebsstromkreis. Das ist ein L, ein N Leiter, so etwas. L und N Leiter. Leitfähige Teile, die zum Betriebsstromkreis gehören. Also wo es ganz normal ist, dass praktisch der Strom durchrennt oder dass eine Spannung drauf liegt oder so etwas. Dann gibt es inaktive Teile. Inaktive Teile. Das sind leitfähige Teile, die eigentlich nicht zum Betriebsstromkreis gehören. Ja, das ist ein Gehäuse, das ist, weiß nicht, da von meiner Lampe da eben, das Gehäuse oder hier Gehäuse, so irgendwas. Ja, das besteht zwar aus leitfähigen Teilen, aber es gehört eigentlich nicht zum Betriebsstromkreis, ist normalerweise nicht unter Spannung. Ja, leitfähige Teile. Die nicht zum Betriebsstromkreis gehören. Ganz klassisch, irgendwelche Schrauben ebenfalls. Ja? Inaktive Teile sind das. Dann gibt es eine Berührung. Ja? Es kann entweder eine direkte Berührung sein. Direkte Berührung. Ist schlecht natürlich, okay? Direkte Berührung. Berührung vor einem aktiven Teil. Okay? Aktive Teile. Werden berührt. Und es gibt noch die indirekte Berührung. Inaktive Teile werden berührt. Ja? Das ist normalerweise nicht gefährlich. Inaktive Berührung ist nicht gefährlich. Also hier Gehäuse draufgreifen, indirekt berührt. Nicht gefährlich.
Ja? Wann wird das gefährlich? Wenn es einen sogenannten Körperschluss gibt oder einen Isolationsfehler. Ja? Körperschluss. Isolationsfehler. Da, wie gesagt, dann kann hier Park eben ist ein aktiver Teil mit einem inaktiven Teil verbunden. Ja, Berührung, Kontakt eines aktiven und eines inaktiven Teils. Körperschluss, Isolationsfehler. Ja. Ein Fehlerfall. Und dann ist eigentlich erst die indirekte Berührung möglich und dann wird es gefährlich. Okay? Das sind also die Teile. Ja. Also wenn wir einen Körperschluss, Isolationsfehler haben, haben wir hier das praktisch unter Spannung gesetzt. Und es gibt jetzt zwei Spannungen. Das UB, was ich hier eingezeichnet habe, das ist die sogenannte Berührspannung. Okay, Berührspannung. Das ist die Spannung zwischen zwei gleichzeitig berührbaren Teilen. Ja? Spannung zwischen zwei gleichzeitig berührbaren Teilen. Ja? Also hier wäre es praktisch die Spannung zwischen dem Teil, den ich berühre, und der Oberfläche, wo ich gerade stehe. Das heißt nicht unbedingt, dass der Boden da, wo ich stehe, Erdpotenzial hat. Das kann ja auch schon auch eine gewisse Spannung haben. Dann ist das eben die Berührspannung. Okay? Und dann gibt es noch die Fehlerspannung. Die geht wirklich bis zur Erde. Okay? Fehlerspannung. Das ist die Spannung zwischen einem aktiven Teil oder einem inaktiven Teil oder zwei inaktiven Teilen, die so auftritt. Ja? Spannung. Bei einem Körperschluss. Im Fehlerfall natürlich. Zwischen inaktiv Erde oder inaktiv. Ja, also nicht unbedingt, dass alle inaktiven Teile jetzt unter Spannung sind, nur weil ein Körperschluss hat. Okay. Kann auch noch weiterhin Teile geben, die wirklich inaktiv sind, aber das ist die Fehlerspannung. Ja, Berührspannung ist das, was ich berühren kann, Fehlerspannung ist das, was sich dort aufbaut. Ja, deswegen ist das also gefährlich. Hier, die Definitionen. Jetzt sollten wir gewappnet sein für die zukünftigen Videos, wo wir darüber sprechen, wie wir die Gefahr aus solchen Situationen herausnehmen können. Okay? Was gibt es da für Möglichkeiten, dass eben der Strom für den Menschen nicht so gefährlich ist? Passt. Für dieses Mal haben wir wieder Vokabeltraining gemacht. Nächstes Mal sprechen wir über die erste Schutzmaßnahme, die Schutzisolation. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.